Ich dachte, ich mache mal wieder ein Jamies Rage TV, weil ich mich voll gerne über Sachen aufregen will. Und ich habe irgendwie so eine Liste gemacht, worüber ich mich gern aufregen will. Und das ist ganz schön viel geworden mittlerweile. Und dann dachte ich, das nutze ich jetzt mal aus und mache mal ein neues Jamies Rage TV, weil ich so ein cooler YouTuber bin und direkt mein eigenes erstes Format habe. Ja, da hinten liegt wieder meine Katze. Ich glaube, das war im letzten Video auch so. Und ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, das ist ganz witzig, dass mir das überhaupt nicht peinlich ist, vor fremden Leuten mich so zum Affen zu machen, wie jetzt hier gerade. Aber vor den Leuten, die ich kenne, irgendwie schon. Aber hey, diese Leute sind auch die ersten, von denen ich Klicks bekomme. Das ist cool. Und wie ich merke, habe ich gerade die ganze Zeit vergessen, das Licht anzumachen. Au. Professionell. Oh, geil. So ist gut. Übrigens, dieser Moment, wenn man voll Bock hat, sich zu schminken, aber seine Haut nicht ruinieren will, also gar kein Make-up benutzt, sondern nur die Augen schminkt. Aufregend. Als erstes Mal habe ich jetzt ja gerade mein Abi gemacht und dann waren wir natürlich auch auf Abifahrt. Und auf Abifahrt in Lorette ist es ja schon wichtig, dass man als Mädchen nachts nicht allein durch die Gegend läuft. Da war das so, dass wir feiern waren und irgendwie drei meiner Freundinnen sind abhanden gekommen und dann sind eine andere. Was heißt Freundin, eine andere aus meinem Jahrgang und ich zusammen losgebutschert vom Club weg und wollten die suchen und haben die dann auch beim Dönerstand gefunden. Das Aufregende war, dass ich dann zurück in den Club wollte, diese Bekannte aus meinem Jahrgang sich aber in den Kopf gesetzt hat, sie möchte jetzt bei den anderen bleiben. Und ich meinte, soll ich jetzt alleine zum Club zurückgehen. Und ich finde es nachts in Lorette, in der Partymeile, nicht so geil, als Frau alleine durch die Gegend zu laufen. Dann meinte sie einfach, ja, ist doch kein Problem, wenn man dann alleine zurückgeht. Sprich, ich bin alleine durch Lorette gestiefelt. Genau in dem Moment wurde ich auch von irgendwelchen Typen komisch angelabert. Weiter ist nichts passiert. Ich bin dann auch im Club angekommen, aber ich war sauer, weil einen Abend vorher musste ich mit diesem Mädchen zur Rezeption gehen und ihren Schlüssel holen, weil sie Angst hatte, alleine zur Rezeption gehen zu müssen. Was ist das denn für eine Doppelmoral? Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Nach der Abifahrt kam dann irgendwann Abi-Entlassung und Abi-Ball. Und nach dem Abi-Ball habe ich dann ein Taxi genommen. Und was ich als nächstes hasse, sind Taxifahrer. Also es ist unglaublich. Bei Taxifahrern muss man immer um sein Leben bangen. Also wenn ich im Taxi sitze, dann habe ich meistens schon damit abgeschlossen, und gehe davon aus, dass ich irgendwie an einem Unfall sterben werde. Die rasen wie bescheuert, also vor allem im Ausland. Ich bin mal, ich glaube, in Griechenland war das bei einem Taxifahrer mitgefahren und das war ganz aufregend. Also da habe ich echt gedacht, holla die Waldfee. Und jetzt auch wieder, der ist gerast wie Sau. Also für eine Strecke, für die man normalerweise 15 bis 20 Minuten braucht, hat dieser Typ nun einfach 10 gebraucht. Was mitten auf dem Weg passiert ist, war, dass er einen scheiß Reh fast angefahren hätte. Dieses Reh ist im letzten Moment noch zur Seite gesprungen. Alter, der hätte das so umgemangelt. Ja, und letztendlich ist dieser. Sind wir dann noch ganz gut nach Hause gekommen? Gleichzeitig war dann aber das Problem, dass dieser Taxifahrer kein Wechselgeld hatte. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir müssen nur im Kopf behalten, ich hasse Taxifahrer. Der nächste Punkt hat auch noch mit Schule zu tun. Und zwar hassen wir alle diese Lehrer, die nach Laune bewerten. Ich hatte so einen in einem Fach, in dem ich in meiner Abi-Vorklausur 13 Punkte geschrieben habe. Und davor auch immer 11, 13, 14.
Da ging es schon mal los, dass ich in der letzten Klausur, die so vor dem Abi kam, so eine zweistündige, ganz leichte Klausur, habe ich 10 Punkte geschrieben. Das war schon komisch. Ich habe mal so bei meinen Freundinnen nachgefühlt. Irgendwie haben sich alle um ein paar Punkte verschlechtert. Dieser Lehrer ist dafür bekannt, dass er selten zur Schule kommt und oft schlechte Laune hat und oft mit dem Korrigieren nicht hinterherkommt. Das heißt, er hatte nicht mal rechtzeitig zum Notenschluss unsere Klausur fertig. Auf jeden Fall habe ich versucht, und die hatten in ihrem LK bei ihm auch alle nur um die 2, 3, 4, 5 Punkte. I see a pattern. Da erkennt man doch ganz klar ein Muster. Naja, der Sache war dann einfach, dass ich im Abitur selber, das war so eins meiner Fächer, wo ich gedacht habe, damit reißt du deinen Schnitt raus. Nein, ich habe 6 Punkte geschrieben. 6 Punkte in einem Fach, wo ich in der Vorklausur 13 Punkte hatte. Wie kann das angehen? Wie kann ich mal eben in dem Fach so scheiße geworden sein? Ich habe gelernt, wie blöd. Ich habe dann meine Freundin gefragt, was sie hat im Abitur in ihrem Kurs, den sie bei dem Lehrer hat, und sie hatte 2 Punkte. Und meine andere Freundin hatte 3 Punkte. Ja. Also ich glaube, das liegt nicht unbedingt an uns, sondern auch mit am Lehrer. Und nein, dieses von wegen, nee, es liegt nicht am Lehrer, es liegt nur an dir. Lehrer sind auch nur Menschen. Der hatte einfach scheiß Laune und hatte keinen Bock zu korrigieren. Genauso so ein Struggle. Ich muss ja zum Gesicht waschen. Ich möchte ja auch meine Stirn waschen. Muss ich immer mein Pony zur Seite machen mit Spangen. Und das größte Problem, was ich habe, ist, dass wenn ich den Pony zur Seite hochstecke mit Spangen, da ist immer ein Haar, so ein kleines Haar, keine Strähne, kein Büschel, da ist ein Haar, was nicht in dieser Spange drin ist, sondern irgendwie raussteht oder wieder rausgeflutscht ist oder sonst was. Und dieses Haar hängt mir dann im Gesicht und bappt dann da fest, weil ich es nass gemacht habe und es ist immer eklig. Und damit es nicht stört, habe ich mir angewöhnt, die rauszureißen. Aber das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache, weil durch den Stress im Abi habe ich total wenig Haare bekommen. Also die sind total ausgefallen. Und irgendwie habe ich so gedacht, nee, du willst jetzt auch nicht noch extra Haare rausreißen. Und ich sehe gerade, ich habe hier eine richtig schöne Assi-Bräune. Naja, Reiter halt. Und Festivalgänger halt. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, das ist ja eigentlich keine Lösung, sich die Haare rauszureißen. Aber was mache ich sonst mit dem Haar? Ich habe doch keinen Bock, die Spange wieder rauszunehmen und wieder reinzumachen. Das wäre doch viel zu viel verlangt. Dann, um nochmal zum Thema Schule zurückzukommen. Mein Papa hat da Fotos gemacht bei der Abi-Entlassung und ich habe die dann halt dem Jahrgang so zukommen lassen. Ich dachte, ich tue die ganz easy peasy lemon squeezy in eine Dropbox, aber es war einfach difficult, difficult, lemon difficult. Es war einfach nicht möglich. Diese Dropbox hat so unglaublich lange gedauert. Ich habe das erst übers Internet machen wollen. Da kann man ja auswählen, dass man Bilder hochladen will und so. Und das ging gar nicht voran. Das waren irgendwie 200 Bilder und die hat für 10 schon mal eine Stunde gebraucht. Dann habe ich so gedacht, okay, ich verschiebe es einfach von dem Ordner in den Dropbox-Ordner, was man ja auch so auf dem Schreibtisch so also Schreibtisch heißt das ja beim Mac. Werbung! Beim Mac machen kann, so vom Schreibtisch einfach die Sachen so rüberschieben. Ja, hat ungefähr genauso lang gedauert und das Geilste war, dass dann irgendwann die Speicherplatzkapazität aufgebraucht war nach 100 Bildern. Und meine Dropbox meinte, ey, kaufen Sie ein Upgrade, dann haben Sie mehr Speicherplatz, wo ich so dachte, ey, dieses scheiß Geld mache. Das heißt, ich musste ein paar Bilder in die Dropbox laden, meinen Jahrgang auffordern, dass sie sich die runterladen. Dann musste ich die rauslöschen und neue Bilder in die Dropbox packen. Und das ging 4-mal so, nee, 3-mal, weil ich ja alle Bilder irgendwie da reinkriegen musste, die mein Papa gemacht hat. Ich habe jetzt 20 sogar ausgelassen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Dann so eine Sache, die irgendwie ein gängiges Problem ist. Nicht unbedingt so, wie ich das jetzt erlebt habe, aber irgendwie kennt das jeder, dass man Ärger bekommt für etwas, was man nicht gemacht hat. Zum Beispiel, also wenn man so nur das ältere Geschwisterkind ist, dann kriegt man halt Ärger dafür, was der Jüngere verbrochen hat. Ist halt manchmal so. Aber was ich meine ist, dass bei mir auf der Arbeit, ich arbeite hinter der Theke, ich mixe Getränke und zapfe natürlich auch Bier. Und wenn ich Bier zapfe, dann zapfe ich das halt so, wie es funktioniert, also so schnell wie möglich.
Manchmal ist das so, dass das Bier dann fertig ist und da ist keiner, der es abholen kommt. Was ja an sich kein Problem ist, bis das Bier irgendwann überläuft. Ich kann das Bier aber ja nicht überlaufen lassen, das heißt, ich muss es manchmal ein bisschen warten und dann steht das so ein bisschen ab. Also dann geht der Schaum so runter, die Krone so runter. Aber das ist ja nicht meine Schuld, wenn das keiner abholt. Ich kann ja vorher nicht hell sehen, wie schnell ich das Bier zapfen muss. Wenn ich es nämlich also langsam zapfe und dann jemand kommt, regt derjenige sich auf, dass es zu lange braucht. Also muss ich das so schnell zapfen und es abstehen lassen. Das ist dann aber irgendwie nicht meine Schuld. So, und jetzt habe ich einen allerletzten Punkt, den jeder kennt. Und da habe ich letztens drüber nachgedacht, als das meinem Bruder passiert ist. Und zwar dann auch immer so fünfmal hintereinander an einem Tag gefühlt, weil man sich so sehr über das eine Mal aufregt, dass man so fahrig ist, dass es einem nochmal passiert. Und zwar, dass man sich einfach an der Türklinke aufhängt oder gegen die Türklinke läuft oder mit dem Zeh irgendwo gegenläuft. Und ja, das passiert mir andauernd. Ich laufe dann so durch die Gegend. Ich habe zum Beispiel einen flatterigen Ärmel an, irgendwie einen Pulli oder so, der nicht ganz eng anliegt. Dann laufe ich so da lang und dann zack, hänge ich an der Türklinke fest. Und dann rege ich mich so doll auf, dass ich beim nächsten Gang mit der Schulter bang gegen den Türrahmen knalle oder mit dem Ellenbogen gegen die Türklinke oder mit dem Schienbein gegen die Spülmaschine laufe oder sonst was. Und wir haben hier unten, ich wohne ja im Keller, also hier ist ja Keller, deswegen muss ich das immer so ausleuchten, weil ich da oben ein Fenster habe und da oben ein Fenster habe, aber das nicht so viel reinscheint. Ich wohne ja im Keller und wir haben hier so den Flur dann und da ist so eine winzige kleine Steinstufe. Und jedem Besucher sage ich immer, Achtung, da ist eine Stufe, wenn er neu kommt. Dann treten die da mal drauf oder so mit dem Fuß und das ist ja auch alles kein Problem. Aber ich wohne seit 15 Jahren knapp hier. Ich wohne seit knapp 15 Jahren hier und es ist einfach so, dass ich vor einem Jahr mal gegen diese Stufe gerannt bin mit meinem Zeh. Der hat geblutet. Ich wollte erst gar nicht nachgucken, wie doll der geblutet hat. Dann habe ich so gedacht, hey, vielleicht ist das ja eine super coole Idee, wenn ich für den Tag dann einfach Springerstiefel anziehe und und einfach nicht nachgucke und das wird schon wieder und dann ist dieser Socken da richtig dran festgetrocknet und es war einfach richtig eklig. Und ja, die Springerstiefel habe ich halt angezogen, damit ich Stahlkappen habe und da mir keiner auf den Fuß treten kann. Aber das war halt irgendwie ziemlich widerlich, später aus den Schuhen rauszukommen und den Socken auszuziehen und das getrocknete Blut irgendwie abzuwaschen. Und halt, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich hasse. So, das war es jetzt erstmal, worüber ich mich so aufregen wollte. Aber sobald mir wieder neue Sachen einfallen, schreibe ich die auf und wenn genug Sachen zusammen sind, dann mache ich ein neues Video. Also, ja. Und wenn ich in der Mood bin, mich aufzuregen. See you. Liebe Grüße, Jamie Monsees. By the way, habe ich immer so ein richtiges Problem, mit meinem Mikro irgendwas aufzunehmen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass die ganzen Sachen mit Ton aufgenommen sind. Wenn nicht, dann raste ich aus und dann habe ich noch was, worüber ich mich aufregen kann.